Meine erste außerkörperliche Erfahrung hatte ich mit 4 Jahren. Der Anlass war nicht schön. Es war später Frühling und ich war im etwas entfernten Nachbarhaus. Die dortige Familie hatte eine gleichaltrige Tochter, mit der ich oft im Garten spielte. Mein Vater hatte mir verboten, in ein fremdes Haus zu gehen. Er suchte mich und als er mich fand, musste ich sofort über eine Wiese nach Hause laufen. Zu Hause angekommen, hob er mich auf eine Kommode im Wohnzimmer, legte mich auf den Bauch, meine Beine hingen nach unten. Mit der linken Hand hielt er mich fest und mit der rechten Hand schlug er auf meinen kleinen Po. Kurz bevor er mit dem Schlagen begann, schwebte ich rechts oberhalb meines Körpers und meinem Vater. Ich sah von oben, was er mir antat. Dann war ich ohne meinen Körper im Vorraum und sah meine Mutter, wie sie etwas entfernt in das Wohnzimmer blickte, sich aber schnell abwendete und die Stiege in den ersten Stock hinaufging. Sie trug ein weißes, bunt gemustertes Sommerkleid. Da hatte ich meinen ersten Gedanken. Ich dachte, warum ist sie so gleichgültig und hilft mir nicht? Ich war sehr enttäuscht. Daraufhin war ich wieder zurück im Wohnzimmer oberhalb des Geschehens und ich sah, wie mich mein Vater wieder auf den Boden stellte. Ich lief 3 oder 4 Schritte weiter in den Raum hinein, weg von ihm, und dann war ich wieder in meinem Körper. Kurz darauf war ich sehr verwundert, dass ich nichts von den Schlägen spürte. Es tat mir auch nichts weh. Dieses Erlebnis habe ich, wie auch die anderen außersinnlichen Erlebnisse, noch ganz klar in Erinnerung. Eine außerkörperliche Erfahrung am Strand. Ich befand mich mit meinem Mann und meinen Kindern in einem tropischen Land an einem wunderschönen, menschenleeren Sandstrand mit einem Lagunensee und vielen Palmen. Der Himmel und das Meer waren tiefblau. Das Meer war etwas heller als der Himmel. Ich blickte über das Meer und war fasziniert von dieser Schönheit. Plötzlich verließ ich meinen Körper und ich befand mich im Blau des Himmels. Alles um mich herum war stark blau und in der Ferne sah ich ein allumspannendes Gitternetz aus verschiedenen großen Dreiecken. Dieses Netz war nicht sehr weit weg, aber auch nicht nahe. Mehr aber faszinierte mich mein Zustand. Ich fühlte eine sehr, sehr starke, intensive Liebe und Glückseligkeit und dachte, jetzt bin ich ja wieder zurück in dieser Liebe, jetzt habe ich sie wieder. Das war ein Gefühl, das mit der sogenannten Liebe auf der Erde nicht vergleichbar ist. Das ist eine Liebe und eine Glückseligkeit, die an keinen Menschen, an kein Lebewesen oder Objekt gebunden ist. Das irdische Leben war für mich in diesem Zustand nicht mehr präsent. Ich wusste absolut nichts davon. Ich hatte keinerlei Bewusstheit mehr über meinen Mann und meine Kinder. Es gab nur diesen Gedanken, endlich bin ich wieder zurück. Auf einmal hörte ich meinen Mann wortwörtlich sagen, warum schaust du so verklärt? Daraufhin war ich blitzschnell in meinem Körper zurück und ich sah, wie er mich fragend und ungläubig ansah. Ich war noch dermaßen entrückt, dass ich unfähig war, ihm etwas zu antworten. Ich ging dann ein paar Schritte weg und es dauerte eine Weile, bis ich wieder ganz auf der Erde angekommen war und ich war sehr enttäuscht und sogar ein wenig böse auf ihn, weil er mich angesprochen hatte. Ich wäre so gerne noch länger dort geblieben und hatte das Gefühl, als hätte er mich aus dem Paradies herausgerissen. Für mich war das der Beweis, dass es eine jenseitige geistige Welt gibt. Dann besann ich mich meiner Kinder und war wieder ganz zurück. Mit meinem Mann habe ich nicht darüber gesprochen, weil ich dachte, dieses Erlebnis sei nur für mich persönlich gewesen. Eine spontane Außerkörperlichkeit in der Nacht. Es war um 4.30 Uhr in der Nacht. Ich befand mich in einem Raum in der geistigen Welt und sah dort einen schlanken, mittelgroßen Mann auf einem Sessel an einem Tisch sitzen, mit dem Rücken zu mir. Ich wusste auf telepathischer Ebene genau, wer das war, obwohl ich zuerst sein Gesicht nicht sehen konnte. Rechts vor dem Tisch war eine Tür und einzelne Menschen kamen und gingen, jeder einzelne setzte sich auf den Stuhl gegenüber von ihm und ich wusste, dass er diesen Menschen half, die seinen Rat suchten. Ich sah dem einige Zeit zu und als niemand mehr kam, stand er auf, drehte sich um, kam auf mich zu und sagte, wir müssen unser Gespräch ein anderes Mal führen, jetzt ist es nicht mehr möglich. Dann schickte er mich weg und in diesem Moment lag ich hellwach in meinem Bett. Auffallend war, dass es keine Farben gab, außer hell, mittel und dunkelgrau. Ein weiteres außerkörperliches Erlebnis in der Nacht. Ich wusste, dass ich rein geistig war, dass ich keinen Körper hatte und ich wurde bei gleichbleibender Geschwindigkeit schräg nach unten gezogen. Es kam mir vor wie 15 bis 20 km/h. Ich hätte diesen Zug nach unten nicht stoppen oder verändern können, hatte jedoch keine Angst, sondern fühlte mich wohl dabei. Um mich herum war es schwarz, aber nicht finster. Ich konnte dennoch sehen. So etwas gibt es hier auf der Erde nicht. Ich sah keinen Tunnel und keine Begrenzung.
Mein Gedanke war, ich muss jetzt nach Hause gehen, ohne zu wissen, was und wo dieses Zuhause ist. Ich war mir des irdischen Lebens nicht bewusst. Kurz darauf war ich in meinem Körper hellwach im Bett. Das gelbe Licht und drei Gestalten. Ich war wieder in dieser Schwärze und wurde nach unten gezogen. Ich habe mich etwas gedreht und sah oberhalb von mir in der Ferne ein helles Licht, in dem ich viele menschliche Gestalten in Grau erkennen konnte. Ich hatte das Gefühl, dass ich auch selbst dort war. Weiter ging der Sog nach unten und auf einmal sah ich ein leuchtendes gelbes Licht. Es kam immer näher und ich konnte erkennen, dass das gelbe Licht ein exakter Halbkreis war. In diesem Halbkreis waren nebeneinander drei Männer, deren Gesicht ich deutlich erkennen konnte. Ab der Taille waren sie verschwommen. Einer davon war derselbe, dem ich früher in diesem Raum mit den anderen Menschen begegnete, der am Tisch saß. Als ich kurz vor ihnen war, streckte der erste Mann seinen Arm gerade nach vorne, die Hand zeigte gerade nach oben und er sagte telepathisch zu mir: Vergiss das ewige Leben nicht. Mein Gedanke darauf war, dass ich doch nie darauf vergessen hatte. Das musst du doch wissen, und ich sagte telepathisch zu ihm: Nein, ich vergesse es nicht. Gleich darauf sah ich in das Gesicht dieses Mannes in die Mitte. Er hatte eine liebevolle Ausstrahlung mit einem wohlwollenden, leichten Lächeln, ein wunderschönes Gesicht und unbeschreiblich schöne Augen. Den dritten Mann konnte ich nicht ganz so deutlich sehen wie die beiden anderen. Während dieses Erlebnisses konnte ich ebenfalls nicht stoppen, nach unten gezogen zu werden. Das gelbe Licht wurde schwächer und kleiner, ich war wieder in dieser Schwärze und kurz darauf, nach dem Flug nach unten, wachte ich mit einem Ruck in meinem Bett auf. Es war wieder früher Morgen. Begegnung mit dem verstorbenen Vater, Großvater und Urgroßvater. Es passierte wieder während des Schlafs. Ich befand mich allein ohne Bewegung im schwarzen, unendlich erscheinenden Raum. Es gab keine sichtbare Begrenzung. Auf einmal sah ich in der Ferne etwas auf mich zukommen. Es war zuerst sehr klein und wurde kontinuierlich größer, je näher es kam. Noch in einiger Entfernung sah ich dann, dass es zwei braune Pferde waren, die einen Wagen zogen. Am Kutschbock saßen zwei Männer. Obwohl ich ihre Gesichter noch nicht sehen konnte, wusste ich eindeutig, wer sie sind. Ich sagte zu mir selbst: Ah, da kommt mein Großvater und mein Urgroßvater, beide väterlichseits. Von mir aus gesehen war der links sitzende Mann mein Großvater. Er hielt die Zügel in den Händen. Er trug eine grüne Weste und eine braune Hose. Neben ihm saß mein Urgroßvater. Er schien mir kleiner und schmächtiger als mein Großvater und war ganz in Schwarz gekleidet. An seiner Jacke sah ich silberfarbene Knöpfe. Als sie so gefühlte 10 Meter von mir entfernt waren, rief ich ihnen zu, sie sollten stehen bleiben und dass ich sie etwas fragen möchte. Sie fuhren jedoch mit gleichbleibender Geschwindigkeit weiter und knapp bevor sie in meiner Höhe waren, sah ich am Wagen auf der Landefläche meinen, auch bereits verstorbenen Vater sitzen. Er trug ein weißes Hemd mit braunen Knöpfen. Er saß sehr aufrecht und als er mich sah, wurden seine Augen sehr groß und sein Blick war sehr intensiv. Ich rief ihnen zu: Bitte bleibt stehen! Und als ich merkte, dass sie mich nicht erhörten, flog ich dem Wagen schnell hinterher, um ihn an der Holzplanke festzuhalten. Ich konnte mich wie fliegend und schwebend bewegen. Ich fühlte mich als runde Gestalt, konnte aber Gliedmaßen formen. Meine Hände wollten die Planke ergreifen. Da sah ich, dass ich hindurchgriff und meine Arme und Hände durchsichtig waren. Ich sah nur die äußeren Konturen meiner Arme und Hände. Der Pferdewagen fuhr weiter. Er machte eine leichte Kurve vor mir und entfernte sich mit stets gleichbleibender Geschwindigkeit von mir weg. Ich sah ihnen nach, bis sie als kleiner Punkt so verschwanden, wie sie kamen. Alle drei hatten sie stets einen ernsten Gesichtsausdruck. Ich war wieder allein in dieser Schwärze und begann sehr zu weinen und schluchzen, da ich so gerne mit ihnen reden wollte und auch dachte, ich müsse nun hier ganz allein bleiben. Nach kurzer Zeit des Weinens lag ich wieder hellwach in meinem Bett und musste erst einmal verdauen, was ich da erlebte. Ich war wirklich perplex. Was mir noch auffiel, war, dass die Beine der Pferde leicht angewinkelt waren und sich nicht bewegten. Auch die Räder drehten sich nicht. Die Geschwindigkeit des Wagens schien mir wie die Geschwindigkeit, als ich in der Schwärze nach unten fiel, also etwa 15 bis 20 km/h. Erwähnenswert ist auch, dass mein Großvater und Urgroßvater ein Transportunternehmen mit 80 Pferden, Pferdewegen und Kutschen hatten, später dann auch LKWs. Ich habe meinen Großvater und Urgroßvater aber nie kennengelernt, sie sind schon vor meiner Geburt gestorben. Ein Nachtodkontakt. In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 2018 wachte ich um ca. 2.30 Uhr auf und erlebte etwas, was ich sonst nie erlebte. Ich lag auf der linken Seite und spürte einen stärkeren Druck rechts auf der Taille.
Nach kurzer Zeit spürte ich zusätzlich zum Druck einen leichten Zug nach hinten. Ich bin sehr erschrocken. Ich hielt meinen Körper gegen diesen Zug und verharrte kurze Zeit wie erstarrt. Dann schlug ich mit meinem gebeugten Arm ein paar Mal nach hinten und sagte einige Male ganz laut: geh weg, ich will das nicht. Und wirklich, der Druck und das Ziehen sind verschwunden. In meinem Schrecken verharrte ich bewegungslos für einige Minuten, dann ging ich ins Badezimmer. Dort spürte ich eindeutig und sehr stark eine Präsenz neben mir, wie ich es sonst noch nie erlebte. Es schauderte mich sehr und ich ging schnell wieder in mein Bett. Erst nach circa 15 Minuten spürte ich von einem Moment auf den anderen ganz eindeutig, dass diese Präsenz nicht mehr hier war. Ich atmete auf und dachte noch darüber nach, wer oder was das wohl gewesen war. Am nächsten Morgen rief mich meine Tochter an und sie sagte mir, sie sei gerade informiert worden, dass meine Schwiegermutter, ihre Oma, unerwartet in der Nacht im Schlaf starb und der Arzt den Todeszeitpunkt mit 1 Uhr festlegte. Mein Gedanke war, dass sie wahrscheinlich zu mir kam, um sich bei mir zu entschuldigen bzw. mich um Verzeihung zu bitten, da sie sehr oft bösartig zu mir war. Vorahnung über den Tod des Vaters. Mein Vater war Zeit seines Lebens sehr aktiv und gesund. Irgendwann hatte ich ein sehr ungutes Gefühl zu ihm. Ich sprach mit ihm und wollte ihn überreden, den geplanten Urlaub mit meiner Mutter in der Toskana zu verschieben, aber das wollte er nicht. Wegen meines schlechten Gefühls dachte ich mir, möglicherweise könnte in diesem Urlaub etwas passieren. Meine Eltern waren 3 Wochen in Italien und nachdem das schlechte Gefühl und meine Sorge immer stärker wurden, bat ich sie nach einer Woche, mich täglich anzurufen, was sie dann auch taten. Als sie vom Urlaub zurückkamen, war ich erleichtert, aber das Gefühl, dass mein Vater bald nicht mehr da sein wird, hatte ich nach wie vor. Am nächsten Abend ging ich mit meinem Vater zu einem Treffen unseres Reitvereins. Er unterhielt sich gut, es war sehr nett und lustig. Um 23 Uhr fuhren wir nach Hause. Er war guter Dinge und trank noch Tee und aß einige Kekse, wie jeden Abend vor dem Zubettgehen. Kurz nach Mitternacht gingen wir zu Bett. Um 2.45 Uhr in dieser Nacht wurde ich in meinem Bett im ersten Stock sehr plötzlich wach, sprang aus dem Bett, lief sehr schnell nach unten und rief 2-mal nach meinem Vater. Meine Mutter kam in diesem Moment gerade in mein Zimmer herein. Erst später sagte sie mir, dass sie mich wegen meinem Vater wecken wollte, aber ich wurde schon wach, bevor sie mich aufweckte und mir irgendetwas mitteilte. Um 3.30 Uhr verstarb mein Vater an einem Herzinfarkt. Die bereits vor 2 Uhr nachts mehrmals gerufene Rettung kam zu spät, weil sie unseren etwas einsam gelegenen Gutshof länger nicht finden konnte. Vorahnung über meinen eigenen Unfall. Vor 9 Jahren erfüllte ich mir den schon länger gehegten Wunsch, freiwillig in einem Tierheim zu arbeiten. Zu diesem Zweck flog ich nach Spanien. Auf meinem Flug dorthin überkam mich ein sehr schlechtes, negatives Gefühl. Ich ignorierte es und dachte mir, ich habe wohl einfach keine gute Laune. Ich wollte 4 Wochen in diesem Tierheim für die armen Hunde da sein und tun, was ich kann. Nach knapp 3 Wochen sagte mir mein Gefühl, ich müsse sofort nach Hause fliegen. Es war ein düsteres, unheilvolles Gefühl und ich rief meine Tochter an und sagte ihr, ich wolle nicht länger in Spanien bleiben und würde nach Hause fliegen. Dazu kam es jedoch nicht mehr, denn am nächsten Tag hatte ich einen Unfall mit einer schweren Verletzung. Ich musste mich von einem Jet eines Krankentransportunternehmens nach Hause holen lassen, da in diesem spanischen Krankenhaus in einer größeren Stadt am Meer kein Arzt zur Verfügung war, der mich hätte operieren können. Dadurch verlor ich kostbare Zeit und ich brauchte 1 Jahr, bis ich mich wieder einigermaßen bewegen und gehen konnte. Häufige kleinere Vorahnungen. Sehr oft kann ich im Voraus fühlen, wie gewisse Situationen ausgehen werden, wie es zum Beispiel bei meinen Söhnen der Fall war, die während und nach ihrer Berufsausbildungen viele Prüfungen hatten. Ich wusste immer schon zuvor, ob sie die Prüfungen schaffen oder nicht und wie es ihnen dabei ergeht. Ein Beispiel ist auch die Partnerschaft meines ältesten Sohnes. Als er mir ein Foto seiner neuen Freundin zeigte, wusste ich sofort, dass sie beisammen bleiben werden. Inzwischen gehen sie seit fast 7 Jahren ihren Lebensweg gemeinsam. Eine Vision über eine triviale Situation. Meine Tochter erzählte mir eines Tages, sie würde am nächsten Tag mit Freunden ausgehen in ein Lokal, das sowohl ein Restaurant als auch einen Raum mit einer netten Bar und Musik hatte. Es war ein Inn-Lokal und stets sehr gut besucht. Ich sah dann eine zukünftige Situation von diesem Abend und sagte meiner Tochter, dass neben ihrem Tisch, an dem sie sitzen wird, ein kleinerer Tisch ist, an dem eine schlanke, hübsche Frau, so um die 36 Jahre, und ein etwas jünger wirkender, gut aussehender, schlanker Mann sitzen werden.
Die Frau wird halblange, schwarze, glatte Haare haben und sie wird eine dunkelgrüne Bluse, eine schwarze Hose und schwarze, zarte Schuhe mit höheren, dünnen Absätzen tragen. Der Mann wird braune Haare haben und ein schwarzes Sakko, darunter ein weißes Hemd, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe tragen. Am nächsten Tag rief mich meine Tochter am Vormittag an und sagte mir, dass sie ihren Augen nicht traute und total perplex ist, dass es genauso war, wie ich es voraussah. Derartige Vorahnungen mit klaren visuellen Bildern gab es mehrmals in meinem Leben. Verdacht auf eine frühere Inkarnation. Der Verdacht, früher in einem anderen Körper gelebt zu haben, begleitet mich mein ganzes Leben. Denn schon als Kind, als ich durch Erzählungen und einige Bilder mit den nordamerikanischen Indianern in Kontakt kam, bemerkte ich, dass in mir eine sehr starke Beziehung und starke Gefühle zu diesen besteht. Ich konnte schon als junger Mensch viel von den Indianern erzählen, obwohl ich kaum etwas über sie las und lernte. Ich konnte beschreiben, wie sie lebten, und ich spürte sehr stark die Gefühle ihrer Liebe und Ehrfurcht zur Natur. Ihre Gesänge und Tänze sind mir sehr vertraut und besonders ihre Musik mit Trommeln. Dies begleitet mich schon mein ganzes Leben lang und ist immer präsent. Wenn ich mir alte Fotos oder Feste der heutigen nordamerikanischen Indianer ansehe, verliere ich mich darin und lebe mit ihnen. Und das kann länger andauern, bis ich mich selbst wieder heraushole und dem Alltag zuwende. Auch eine gewisse Traurigkeit ist im Zusammenhang mit den Indianern spürbar. Ich kann fühlen, wie sie unter den Einwanderern litten und was ihnen angetan wurde.